Hallo und herzlich willkommen zu Tom Clancy's The Division. Das ist die Beta auf der PS4. Ja, dank eines edlen Spenders, der mir einen Code überlassen hat, komme ich auch unverhofft dazu, die Beta spielen zu dürfen. Vielen Dank nochmal und Grüße an den edlen Spender. Ja, ich muss zugeben, dass ich mich mit The Division noch gar nicht großartig auseinandergesetzt habe. Ich habe bisher zum Beispiel nur gehört, es sei so ähnlich wie zum Beispiel Destiny. Aber naja, ich lasse mich einfach mal überraschen, was mich hier so erwartet. Ich habe hier bisher auch nur den Anfang mal quasi kurz gesehen, um einen Aufnahmetest zu machen. Daher weiß ich, dass wir nach dem Screen ziemlich bald eine kurze Einführungssequenz sehen werden, die uns das Spielprinzip so ein bisschen erklärt. Aber erstmal können wir ja hier schon ungefähr lesen, was wir nicht sehen werden. Nämlich steht ja hier, einige Elemente der Story und der Eröffnungssequenz wurden ausgeblendet und die Charaktererstellung wurde ebenfalls vereinfacht, aber gut, es soll jetzt natürlich noch nicht zu viel von der Story verraten werden, kann ich auch verstehen. Ja, schauen wir einfach mal. Ich habe hier jetzt schon mal die Sprache des Spiels auf Deutsch, Sprache der Dialoge auf Englisch, wie das bei mir halt immer so ist. Und ja, ansonsten ist alles Deutsch, nur die Sprachausgabe ist auf Englisch. Helligkeit habe ich ein bisschen erhöht, damit man auch was sieht. Ich hoffe, das passt so. Dann schauen wir mal. Hi everyone, I'm Hamish Bowden, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today, you're gonna find yourself in New York, where a weaponized virus has been released during the crush of Black Friday sales. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive and enjoy this experience. Our game is a cover-based shooter, which means you're an easy target if you stay out in the open. Move from cover to cover by pressing X and protect yourself during combat. Your character can equip up to 3 weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Tap triangle if you want to switch to your handgun, and hold triangle if you want to grab your secondary weapon. Our game is an RPG, and as such, skills will make all the difference in combat. Your character can equip up to 2 skills, and you can switch them out whenever you feel like changing playstyle. To equip your skills, open the main menu, go into the abilities section, and press X to assign your skills to L1 and R1. If you want to surprise your enemy from long range, using grenades is a great idea. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad. Once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. I'm checking it. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on your D-pad. Gotta throw him out! The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the touchpad on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing X to set a waypoint and decide how to get there. This is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. We don't... Okay, Agent. Now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the Dark Zone. Be careful out there, and good luck. Ja, und da sind wir anscheinend schon hier in der Charaktererstellung gelandet. Weiblich-männlich ist logisch. Ich werde mir natürlich einen weiblichen Charakter erstellen und hier kann man wirklich gar nichts machen. Also man kann hier noch nicht großartig viel verändern. Man kann hier wirklich nur die zufällige Auswahl aktivieren. Hier oben, Haar, Markierungen, Zubehör, geht gar nichts, ist alles verschlossen. Also da haben sie ja wirklich sich das Ganze sehr, sehr einfach gemacht. Ja, dann switche ich einfach mal durch, da kann man ja schon mal so ungefähr eine Ahnung kriegen,
Wie man so aussieht. Sie sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ich nehme jetzt einfach sie hier und fertig. Ist die Laube? In the post office, but we lost contact when he left base this morning. V still radio silent by tomorrow. There's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever gear you need. I'll catch up with you. Good luck out there. Y'all need it. Na, das ist doch schon mal alles total ermutigend. Okay, wir sind am Camp Hudson angekommen. Can I get a stretcher at the end of the dock? Groovy, groovy. Okay, dann muss ich jetzt hier erstmal ein bisschen gucken. So, da haben wir unser Inventar. Da sind die Waffen. Okay. Gut, ich muss mich jetzt erstmal hier ein bisschen rumfriemeln. Da haben wir die Ausstattung, Rüstung, Rüstung. Okay, das sind alles und unsere Klamotten quasi. Gut, da ist der Charakter an sich. Ja, wir sind halt noch nicht sehr weit, sage ich jetzt mal. Es gibt auch einen Dark Zone-Rang. Also Dark Zone ist ja die PvP-Zone, was in Destiny quasi der Schmelztiegel ist. Und es gibt natürlich auch PvE-Zonen. Das wäre jetzt, denke ich mal, da, wo wir jetzt gelandet sind. Und, oh Mann, hier gibt es eine ganze Menge. Aussehen, ja, können wir auch ein bisschen verändern. Das, ja, das scheint jetzt aber nichts mit unserer Rüstung zu machen, sondern, ja, wir haben halt einfach da nur andere Sachen an, aber es ändert jetzt nichts an unserer Verteidigung oder unserem Angriff, wenn ich das richtig sehe. Okay, lalala, Fähigkeiten haben wir hier noch. News. Sieh uns auf Twitch. Da muss ich doch gleich mal gucken. So, Fähigkeiten. Ihnen stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung. Fertigkeiten erweitern Ihren Werkzeugkasten um weitere taktische Optionen. Okay. Medizin, Technologie, Sicherheit. Naja gut, das kennt man ja auch alles mehr oder weniger. Granate, die nach dem Abfeuern an den meisten Oberflächen haften bleibt und explodiert, wenn sie ferngezündet wird. Ja, das ist nicht so ganz mein Ding. Legt einen tragbaren ballistischen Schild an, der Schaden absorbiert. Der Anwender kann bei angelegtem Schild nur die Sekundärwaffe benutzen. Bin ich auch nicht so der Meinung. Also ich bin mehr so der Medizintyp, muss ich sagen. Da würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal
Impulsgeber einen Platz zuweisen. Okay, naja gut. Bleibt ja nur der eine. Den anderen Platz müssen wir uns anscheinend erst noch freischalten. Und dann geht das immer weiter runter, bis wir weitere Sachen freigeschaltet haben anscheinend. Und ja, der Rest ist hier leider nicht verfügbar. Aber gut. Man kann sich so ungefähr denken, worum es dann geht. Wer sich übrigens über meine Stimme wundert, ich bin ein wenig erkältet und hatte ziemlich üblen Husten, deswegen höre ich mich immer noch etwas verschnupft und an. Where's my backup? I've got no one to send you. We've got wounded. We've got guys going over the wire. There's no one coming. I'm sorry. I don't care anything you got. Okay. Also ich muss ja schon sagen, die Karte finde ich ziemlich cool gemacht. Dass die dann so auf den Boden projiziert wird. Das sieht ziemlich geil aus. Und ja, so von der Stimmung und Atmosphäre her finde ich es eigentlich auch schon ziemlich gut. Man erkennt auch wirklich schon viele Parallelen, wenn man jetzt schon mal MMO in die Richtung gezockt hat, wie zum Beispiel Destiny. Also ich erkenne da schon so ein paar Parallelen, allein eben diese Dark Zone, wo man eben PvP spielen kann, und der Rest der City quasi, wo man PvE sich durchkloppen kann. Und hier ist ein Weihnachtsmann. Nun, gut, so viel dazu. Public health officials have confirmed that a hazardous biological threat has been confirmed in your area. Lauf, okay. Was ist das hier? Da können wir uns auffüllen. Okay, großartig kaufen werde ich jetzt hier eh noch nichts können. Wir sollen jetzt als erstes eine Operationsbasis errichten. Hier sind auch noch Karten. Da gibt es auch Lager. Okay. Also man hat wirklich ein Lager, wo man auch immer was ablegen kann. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. So viel Zeug habe ich ja noch nicht. Ich wüsste doch mal gerne, wie viel Inventar man so haben kann. Da können wir die Karte lesen. Können uns da wahrscheinlich noch einige Nebenaufgaben und so weiter auf die Karte ziehen, nehme ich mal stark an. Karte ist aktualisiert. Wow. Gucken, ob uns das irgendwas gebracht hat. Werden wir noch sehen. Aber erstmal müssen wir uns hier durchwursteln. Ja, Impulsgeber R1. Genau, hatten wir da draufgelegt. Ja, einfach mal gucken, wie das hier funktioniert. Der Wegpunkt so über uns finde ich eigentlich auch sehr nice. Und hier sind wir jetzt anscheinend aus dem Camp raus und können endlich mal unsere Waffen hier ausprobieren. Okay. Das funktioniert alles einwandfrei. Es hat, finde ich, eigentlich auch ganz okay, dass man hier auch so rechts neben sich quasi dynamisch die Anzeige hat. Muss man mal gucken, ob es irgendwie mal Gegner verdeckt, ob das irgendwann mal irgendwie in die Quere kommen könnte. Mal schauen. Wird sich noch rausstellen. Das Zielen ist mir fast noch ein bisschen zu... Also ist jetzt alles Standardeinstellung, aber es ist mir fast noch zu empfindlich. Bin ja immer jemand, der so tierisch auf die Analogsticks drauf kloppt. Das bewegt sich dann immer alles bei mir total schnell. Weil ich dann nicht so das Sensibelchen bin. Gut, wir gehen einfach erstmal stur unserer Hauptaufgabe nach. Und einfach nur diese Operationsbasis errichten. Großartig erkunden und so weiter, das würde ich dann später noch machen.
eventuell dann auch mit Leuten dann noch zusammen. Mal gucken. Erstmal wollte ich mich hier so ein bisschen alleine umschauen, um schon mal so ein bisschen das Prinzip des Spiels mir einzuverleiben. Okay, Deckung können wir auch überspringen mit Kreis. Alles klar. No problemo. Hallo? Du siehst nicht so gut aus. Och, sind wir mal nett, oder? Oh, thanks. This is perfect. Ach, so bin ich. Und? Ach, wir bekommen ein Mützchen. Das ist aber nett. Neue Kleidung. Ach, wie süß. Okay. Oh Gott. Schicke Militärmütze. Ach, wie knuffelig. Ja, super. Dafür habe ich jetzt mein Health Pack aufgegeben. Willst du mich verarschen, Frau? I thought you were helping us. Ja, ich würde euch ja helfen, wenn ich euch scannen könnte. Was ich ja nicht aktiv gemacht habe bei der einen Tante. We've been hiding somewhere. Aber dafür gebe ich doch nicht nochmal ein Health Pack her. Ich glaube, es hackt. So, ich glaube, wir müssen hier durch, wa? Jo. Hier wird auch noch irgendwas Lilanes eingeblendet. Aber da weiß ich jetzt noch nicht so wirklich, was damit anzufangen. Ich gehe jetzt einfach stur zur Hauptaufgabe. Oh oh. Oh oh. Hier wird's rot. Tut ihr mir was? Seid ihr böse? Hm. Und ich meine, wir sind ja hier schon Level 4. Also schon in Anführungsstrichen. Das heißt, es muss ja bis hierhin eigentlich entweder schon einiges passiert sein, dass wir dann auch im normalen Spiel, wenn wir hier sind, schon Level 4 sind. Kann natürlich sein, dass wir da einiges jetzt rausgeschnitten haben quasi. Ich denke mal, dass man am Anfang schon ziemlich viel lernen wird. Und dann ziemlich schnell auf Level 4 oder so gehievt wird und ja, dann quasi hier ankommt und dann geht's erst richtig los. Just like an outlet store, man. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it, we'll take anything you can give us. How are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Ja, das wäre total nett, wenn ihr nicht auf mich schießen würdet. Das reicht schon, wenn die richtigen Gegner auf mich schießen. So. Das da vorne hört sich schon mal nicht so freundlich an. Alert. Patching into local GTF radio channels. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. About damn time you got us some help. Get him here right now. Master, we need support on the stairs. Martinez, move up on the flank. Go, go, go. Okay, Freunde, ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden. Weil mir wird hier irgendwas angezeigt. Dass ich was einsammeln kann. Hier. Okay, ja, zur Sekundärwaffe wechseln und so weiter. Das hatte ich ja alles schon jetzt am Anfang gemacht. So, hier geht die Party ab. Hallo, Freunde. Dann probieren wir den Spaß hier doch mal aus, wie das funktioniert.
Whoa. Okay. Also, kurze Feuerstöße sind hier das Gebot der Stunde. Weil die Waffe schon sehr verzieht. Auf die Entfernung ist es natürlich ein bisschen schwerer, genau zu treffen. Ja. Jo, ja, Granaten, ich weiß. Bin jetzt nicht so der riesige, wahnsinnige Granatenfreund. Mal gucken. Granaten finde ich so bei einzelnen Gegnern eben ziemlich albern. Steuerung. Erstmal wieder hier klarkommen. Okay. Ich glaube, Gegner mit Namen sind irgendwie nicht so geil. Ist hier schon ein Bossfight gelandet, oder wie? Yes! And he's down. Der lässt anscheinend was Geiles fallen. Der lässt hier einen grünen Strahl erstehen. Oh, das sieht nach Granate aus. Ja. Wow, okay. Hilfe. Ich will doch keine Anatomiestunde hier. Stecken wir in dem armen Mann hier drin in der Kamera. Und da kommen natürlich noch mehr. Ja, was ist denn hier los? Okidoki. So. Sind noch ein, zwei... Naja, schmeiß die mal über mich weg, find's gut. Komm schon. Okay, nachladen. Braucht sie auch ziemlich lange. Situation outside is not under control. My official report. The division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. I finally got some transportation, so I'm inbound. Let's do this. Immer gerne, ja, coolio. Habt da fein gemacht, Leute. So, was haben wir denn hier eingesammelt? Neue Waffen. Eine AK-47, ja, kann man lassen. Wir hatten eine M4. Die ist aber auch mit am besten. Die behalte ich auf jeden Fall. Okay, wie... Handfeuerwaffentechnisch... Ich werde wahrscheinlich sowieso die Handfeuerwaffe kaum benutzen. Ein Mod wird angelegt, indem man ein Objekt mit Modplatz auswählt und Viereck drückt. Das Ausrüsten von Waffen und Ausstattung mit Mods kann ihre Werte stark verbessern. Ach so, man muss erst die Waffe auswählen, wo man die Mod drauf machen möchte. Und dann, ja, kann man die Mod auswählen. Ah, und da sind dann die einzelnen Slots. Da sieht man dann, was man alles Hübsches auswählen kann. Verstehe. Okay. Alles Klärchen, Popärchen. Eine Zieloptik ist nie verkehrt. Und ansonsten haben wir nichts Großartiges. Oh, ja. Okay, gut. Also das Prinzip... ist klar. Oh, eine knuffelige Doppeljacke. Wahrscheinlich auch doppelt so dick oder so. Ja, so ungefähr. Aber hält vielleicht ein bisschen wärmer. Das ist ja nicht verkehrt.
Ja, ich kann mich bei sowas ja ewig aufhalten. So Ausstattung und sich selber angucken und ausrüsten. Air ventilation and purification systems online. Contamination levels lowered.